Kulturelle Aneignung, Englisch Cultural Appropriation, bezeichnet die Übernahme von Ausdrucksformen, Artefakten und Geschichte von Trägern einer anderen Kultur. In einem engeren Sinn wird als kulturelle Aneignung angesehen, wenn Träger einer dominanten Kultur die Kulturelemente einer Minderheit übernehmen. Aber über die größte kulturelle Aneignung wird aber nicht gesprochen. Weltweit, Oktoberfest, Preußen in Lederhosen. Wir sehen, dass da Preußen drinstecken, weißt du? Das sieht, weißt du, und überall gibt es jetzt Oktoberfest. Alle kopieren das. Barleben und das diesmal zum 9. Mal. Das Festzelt ist bestens gefüllt, Zapfhahn und Hammer liegen bereit und das ist das Spundloch des Freibierfasses. Kulturelle Aneignung ist hier allen völlig egal und auf der Bühne macht Englishman Warren Green in bewährter Weise Stimmung und schon stehen fast alle mit dem Bierhumpen in der Hand auf den Bänken. Hallo auf die Bänke, auch im VIP-Bereich. Ihr habt mehr bezahlt als die anderen, ihr könnt ein bisschen länger stehen bleiben. Dann, liebe Freunde, zum ersten Mal heute Abend am 5. Oktober. In diesem Jahr lässt Bürgermeister Frank Nase dem neuen Ortsbürgermeister von Barleben, Christopher Schuld, den Vortritt. Aber auch in diesem Jahr macht das Fass doch dann ziemliche Mühe. Und wir freuen uns. Das Fass ist fast fertig. Wie viel jetzt haben wir gemacht? Und statt des traditionellen Ortschaft-Is heißt es hier: Käse! Wir brauchen Käse! Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen und schnell gibt es ein Gedränge, um sich ein Freibier zu sichern. An den Tischen ist die Stimmung prächtig, das deftige Essen hat allen geschmeckt und an der Theke hier haben nur die fleißigen Kellner und Kellnerinnen Zutritt, fließt das Bier in Strömen. Noch ein regionaler Unterschied, denn gezapft wird hier Hasseröder Bier, also wenigstens steht man hier zu seiner regionalen Brauerei. Warren macht glücklich, was hast du heute mit den Gästen vor? Auf jeden Fall glücklich zu machen, indem wir viel Musik spielen, viel Spaß haben, viel Bier trinken, tolle Gäste auf der Bühne, die Feldberggranaten und natürlich auch Schürze mit seinem Hit. Ich hab einen Prof, meine Profmann, er wird auch da sein, es wird großartig. Auch die Kapelle, die an diesem Abend im Zelt für Stimmung sorgt, kommt nicht so ganz weit aus dem Süden. Die Feldberggranaten kommen aus Steinach in Thüringen. Der Hausberg des Erholungsortes ist gleichzeitig der Namensgeber und der zweite Teil des Namens, Granaten, steht für ihre Bühnenpower und einzigartige Präsenz. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs bei den Oktoberfesten und man merkt schon die Unterschiede. Wir waren letzte Woche in Hamburg oben und da merkt man schon die Unterschiede, aber hier war Leben. Einfach umdrehen. Ganz toll. Dann zeig mal. Der Höhepunkt des Abends war dann sicher der Auftritt von Michael Müller, bekannt als Partysänger Schütze. Ein Oktoberfest ist für mich tatsächlich sehr, sehr viel gute Laune. Natürlich Dirndl, Lederhose, ganz, ganz wichtig und sehr, sehr viel Bier. Du machst das nicht zum ersten Mal. Was hast du jetzt schon vom Barleber Zelt gesehen und wie gefällt es dir? Also ich weiß, dass es ausverkauft ist. Es sieht schon so aus, wie wenn alle mega gute Laune haben. Und da freuen wir natürlich riesig drauf, nachher das Zelt abreißen zu dürfen. Und so war die Barleber Wiesn wieder ein voller Erfolg. Das Festzelt wieder ausverkauft, das Bier hat bis zum Schluss gereicht. Und schon jetzt freuen sich die Damen und Herren darauf, wenn sie im nächsten Jahr wieder die Lederhosen und die Dirndl aus dem Schrank holen dürfen und zum Oktoberfest in die Börde-Provinz nach Barleben kommen.